Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Plötzlich Wissen Livestream und einen fröhlichen vierten Advent. Und Plötzlich Wissen natürlich hier unten mit Julia Schnetzer und mit Inga Marie Ramke. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Auf jeden Fall. Ja. Wir freuen uns. Kurz Horst, vor Weihnachten. Horst, hier habe ich schon im Chat gesehen. Hallöchen. Ja, moin. Hallo. Veloxa. Moin, Horsti. Joint Effort. Go with him. Einfach Uwe 42. Casino Thanks. Mal gucken, ob Kerstin noch offiziell auftaucht. Ja. Die wollte Ja, mal reingucken. alle zusammen herzlich willkommen. Ja. Und heute, wie man schon sehen kann, hier oben in der Ecke, spielen wir heute Beyond Blue. Ein wirklich schönes Spiel. Ich habe nur ganz kurz schon mal reingeguckt. Deswegen gibt es hier, also damit das mit dem Stream funktioniert. Ansonsten weiß ich, was in dem Dings vorkommt, wissen wir alle noch nicht wirklich, was da passiert. Und ja, ich würde sagen, wir schmeißen einfach mal an, oder? Und gucken mal. Und ich werde dann gleich, wenn wir ein bisschen drin sind, auch was über das Spiel erzählen. Also muss ich einmal kurz umschalten. So, und dann geht's los. E-Line Media. Inspired by Blue Planet 2. Take a deep breath. I'm generally not a woo-woo kind of person. If I don't get something, I want to unpack it, get the facts. But the ocean, it's a part of me. You could say it runs in my blood. My grandmother was a freediver, an Ama. She helped me feel its rhythm and understand how one breath could last a lifetime. We dove so often, the memories all run together. Except one. When I wished I could stay down forever. Wenn das nicht Ballklicks sind. Jetzt André, der auf seine Maus klickt die ganze Zeit. Nein. André, hör auf. Das sind die The Tiere. ocean cast its spell on me that day. And its mystery still consumes me. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Ja. Beyond Blue. Ich glaube, die erzählen da voll die krasse Geschichte. Gibt es da Haie? Hallo Dylan. Garantiert. It's great to be diving again. I'm anxious to find our sperm whale family and look in on our mother to be. I'm also excited to test out Andre's new tech. Oh. Ocean X is expecting a huge audience for our first live stream, given how bad things were in this region a few years ago. No pressure though. Ready to dive. Ich komme auch anscheinend drin vor. Krass, das ist ja voll unser Spiel. Ja, André. ja, also ich bin. Es gibt anscheinend einen Protagonisten, der André heißt. Das hier ist Mira, die wir die ganze Zeit hören, die marine Biologin. Ja, also. Oh Mann. Genau, also ich weiß nicht, ich würd mal direkt reinstarten. Das ist jetzt ein erster Teil, dass man ein bisschen die Steuerung lernt. Da sind Haie, Dylan. Aus! Der wird noch so ein Hai-Trauma davon Oh Mann, tragen. der Jedes Arme. Spiel kommt irgendwo ein Hai I'm in kommt da and vor. okay. Sie waren doch immer lieb.
Ja, bis jetzt waren sie eigentlich okay. A bit itchy, but I've had worse. How are you breathing? Breathing easy. This rebreather is amazing. Feels like I'm freediving. A genuine compliment. Should have caught that on the live stream. Give me a few minutes. I want it to be amazing and I'm still getting used to this AR visor. So, also die Geschichte vom Spiel ist, dass es ein klein wenig in der Zukunft spielt und die Mira, die ich hier durch die Gegend steuere, mit der ich schwimme, hat ein Rückatmengerät, das heißt also irgendwie keine Flaschen, sondern es wird irgendwie der Sauerstoff mit dem Wasser ausgetauscht, sodass man so durch die Gegend schwimmen kann. Das ist wohl nicht mehr, also das ist nicht total Science Fiction, sondern das gibt's wohl, sowas in der Richtung, aber ja. Also es gibt ein Rebreather-System. Da hast du, also da wird deine eigene Atemluft immer wieder mit Sauerstoff angereichert und zurückgeführt. Das heißt, du hast aber trotzdem hinten noch eine Flasche drauf und auch einen größeren Helm. Und das ist halt cool, weil du eben keine Luftblasen loslässt und dadurch haben die Tiere weniger Angst vor dir. Also weil diese Luftblasen erschrecken die halt auch, ist auch für dich stiller. Aber die sind halt auch nicht ganz ungefährlich, also weil die sind halt hochtechnisch, da kann mal was schief gehen und da passieren wohl auch immer ab und zu schon immer mal wieder Unfälle. Also zum Beispiel, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber der Typ, der die Sharkwater-Filme gemacht hat, ist auch vor 2 oder 3 Jahren ums Leben gekommen. Oh, okay. Mit so einem Rebreather-Unfall. Okay, ich kenn diese Rebreather außer Arbeit im Katastrophenschutz. Also bei der Feuerwehr gibt es die halt auch. Da hast du dann, weil du ja nicht unter Wasser bist, sondern du hast halt hinten einen CO2-Absorber drin, sodass du wirklich Außenluft unabhängig auch irgendwo reingehen kannst und die Atemluft ist auch kühl. Das ist halt wichtig und solche Rebreather kenne ich da auch. Ich nehme an, das ist eine vergleichbare Technik. So, ich muss also jetzt... Kann gut sein. Genau, Rob Stewart hieß der. Der hat eben Sharkwater produziert. Das war ein Film über Haie und Haischutz und so, war halt ein ganz ambitionierter Hai-Aktivist und der ist vor 3 Jahren sowas halt ums Leben gekommen. Ja. Ich frage mal gerade in den Chat, wie ist der Ton? Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, die Tonbalance zu finden. Vor allem für mich ist es jetzt relativ leise, was die Leute quatschen, aber im Stream ist der Ton vom Spiel wohl ein bisschen lauter. Okay. Rossi schreit, das Spiel ist ein bisschen leise, aber ansonsten super. Okay. Ich kann mal bitte jetzt ich kann ein klein wenig die Lautstärke anheben. Vielen Dank fürs Feedback. Danke, Horsi. Genau, bevor ich jetzt hier weitermache, ich habe schon so ein paar Sachen gemacht. Die Geschichte ist halt, dass wir eine marine Meeresbiologin hier spielen und durch die Gegend tauchen. Und sie arbeitet beim Projekt Ocean X. Und die machen regelmäßig Livestreams von unter Wasser, dass man quasi sie beim Tauchen begleiten kann. Also es ist fast ein bisschen Inception, weil wir spielen jemanden, der einen Livestream macht, in einem Livestream. und das ist, ich finde das ganz lustig. Aber kurz zu dem Hintergrund von Beyond Blue. Das wurde produziert von der Firma E-Line Media oder E-Line Media. Und die haben schon 2, 3 andere Spiele vorher gemacht, unter anderem Never Alone oder eigentlich heißt es Kizima Ingituna oder Ingituna, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist eine Geschichte der Ureinwohner von Alaska, der Inupiat, die erzählt wird in diesem Spiel. Einfach zur kulturellen Verständigung, sodass man mehr über die Ureinwohner von Alaska erfährt, also die Inupiat. Und ja, das hat mehrere Preise gewonnen und sie haben sich vorgenommen als Firma, als E-Line Media, wir wollen Spiele mit Bedeutung machen. Und deswegen haben sie jetzt auch Beyond Blue gemacht.
Sie haben das in Zusammenarbeit gemacht mit BBC Studios, die auch The Blue, Blue Planet 2 gemacht haben. Mit Ocean X Media, das ist eine Non-Profit-Organisation von der BBC ausgegründet, aber die arbeitet nur Non-Profit. Mit einigen Weltklasse-Spielerentwicklern und außerdem steht in den Pressetexten, ich konnte leider niemanden finden, vielleicht finden wir das nachher noch in den Credits oder so, mit Leading Ocean Scientists Experts. Leading Ocean Science Experts, so rum. Die haben damit geholfen und die Geschichte ist halt ein klein wenig in der Zukunft angesiedelt. So wegen diesem futuristischen Dings. Und es ist quasi eine Geschichte, durch die wir durchlaufen. Und was auch spannend ist, wir werden während des Spiels, wenn wir alle Sachen erfüllen und so, ab und zu Videos freischalten als Belohnung. Und das sind Behind-the-Scenes-Videos von Blue Planet 2. Also wie sie Blue Planet 2 gedreht haben von der BBC. Diese beeindruckende Dokumentation, wo es halt um die Meeresbewohner und die Ozeane und Meere geht. Ich weiß gar nicht, die ist vor 4 oder 5 Jahren rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist sie noch schon ein bisschen älter? Zwei. Vor zwei? Zwei okay. Oder maximal drei, hätte ich jetzt gesehen. Ja. Okay. Ja, aber das, also darum geht es hier. Und wir begleiten jetzt Mira, die Protagonistin quasi, dabei, wie sie sich darauf vorbereitet, den Livestream zu machen. Und ich habe gerade schon meinen Scanner ausprobiert. Das ist das hier. Da werden wir gleich mehrere Aufgaben für erfüllen müssen, damit das im Livestream kommt. Und ich muss jetzt irgendwie zu so einer Boje schwimmen. Ja. 2017 kam die Doku raus. Alles klar. Danke, Julia. So. That's close enough. Danke, Wikipedia. Refresh me on the controls. Move the targeting circle around. Each sound will get louder when you are close to locking in on an animal's location. So, hier habe ich einen Buckelwal gefunden. Und dann hört man die Geräusche davon. Ja. Das hier ist ein Pottwal. Ein Stall? Nein, ein Tümmler. Im Stein. Okay, ein versteinerter Tümmler. Welcome to the OceanX Livestream. I'm Dr. Mirai Soto, and I'll be your eyes and ears on this expedition. I'm joined today by two colleagues. Hello, I'm Andre. Hello, everyone. I'm Irina. Don't get too jealous, folks, just because I'm swimming with dolphins. Irina ist ein bisschen wie Andre und Inga, und die Mirai sieht optisch eigentlich aus wie Julia. Ein bisschen irre. Von hinten, ja. Ja, von hinten, ja klar. Wobei du hast auch so ein, ja, wobei, wenn du dein Bild hast, wo du in deiner, mit deiner Schwimmbrille, mit der Taucherbrille, wo man nur die Augen sieht, und das hatten wir am Anfang da ja auch, das ist auch nicht so weit voneinander entfernt. Natürlich so, ich muss jetzt diese Delfine scannen, anscheinend. Mhm. Da bin ich ja sehr gespannt, ob da vielleicht irgendwann noch ein Dugong kommt, weil das hatten wir ja beim letzten Mal, die Geräusche von Dugongs, die sind ja ein bisschen kanarienvogelartig. Da würde ich gerne nochmal so ein Vergleichstier hören. Du hörst ständig mich. Du sprichst aber nicht wie ein echter Dugong. Done. Ja. And maybe next time I can weigh in before on the number that we need to scan. So, ja, und falls irgendjemand neu ist und sich fragt, was das hier ist, das kann man sich nochmal anhören. Dieser junge Mann ist Teil 4 von uns. Wir sind ja normalerweise in Kneipen unterwegs und auf der Straße, und er quatscht Leute an. Das ist jetzt schwieriger möglich. Er kann auch nicht lesen, man muss ihm hier Chat-Sachen vorlesen, und er hat Angst vor Haien. Das ist schwieriger möglich. Übrigens, oh. Geil. Der Pottwal ist übrigens das lauteste Tier der Welt. Das lauteste Tier? Das lauteste Tier der Welt, und zwar diese Klicks, die machen, die können bis 230 Dezibel laut werden. Das ist so laut, also nur so kurz als Ding, so 180 Dezibel sind ungefähr, wenn du neben dem Flugzeug stehst, das startet oder landet. Und das ist so laut, dass wenn du mit Pottwalen schwimmst, ist das richtig gefährlich. Weil die klicken halt eben, um ihre Umgebung wahrzunehmen, also auch um dich auszuchecken.
Und diese Klicks können so krass und so laut sein, dass du das nicht nur körperlich spürst, sondern dass auch Körperteile gelähmt werden können. Also es kann wirklich gesundheitlich, ja, ist richtig krass. Also da gibt es auch so Dokus von Leuten, da gibt es die heißen Darwin, die versuchen Pottwahlsprache und sowas zu untersuchen und die erzählen dann, wie das ist, so Freediving mit Pottwahlen und wie krass das ist mit diesen Klicks. Total abgefahren. Und die können damit halt bis, weil die nutzen ja die Klicks zum Sehen, bis 2 Kilometer weit Objekte wahrnehmen mit diesen Klicks. Jetzt sind wir hier. Buckelwale. Ah, ich muss noch einen Buckelwal scannen. Du musst ihm den Bauch kraulen, glaube ich. I'm seeing alerts on the south buoy if you want to pull them down. Okay, let's see what mysteries this buoy unlocks. Oh. Es ist ja echt visuell. Ich habe das Gefühl, wir steigern uns visuell von Spiel zu Spiel. Ist auf jeden Fall schick. Ja. Ja, jetzt schwimme ich mal hier auf. Horst, die fragt, sind Flugzeuge das Saarland der Töne? Das ist das Saarland der Töne. Ja, immer das, was als Vergleich herangezogen wird, nehme ich an, ne? Ist das Saarland laut? Ach so. Nee, es ist dieser Ausdruck so, das ist so groß wie 5 Saarländer oder sowas. Als, oder im Kleineren als Fußballfelder, was so ein furchtbarer Vergleich ist. Ja, ich würde sagen, ja, ich glaube, Flugzeuge werden sehr gern benutzt, um Lärm. Ja. Um Lärmvergleiche zu machen. Dass man Dinge mit dem Saarland vergleicht, ist mir komplett neu. Ah, das ist ein neues Ding. Ich glaube, das basiert so ein bisschen auf, weiß ich nicht, ich glaube, Böhmermann hat das Saarland groß gemacht in den letzten Jahren. Nee, aber das kenne ich schon aus der schlechten Wissenschaftskommunikation von vor 15 Jahren, dass Leute Sachen hat. Das ist so groß wie 3 Saarländer oder sowas. Übrigens, Saarland habe ich auch ich finde das immer furchtbar, wenn das jemand macht, einen Vergleich mit dem Saarland. Deswegen habe ich mal ein bisschen rumgerechnet und ich möchte eigentlich die Einheit Nano-Saarland einführen. Weil unter einem Nano-Saarland kann sich jeder was vorstellen. Ein Nano-Saarland sind nämlich 2,5 Quadratmeter. Aber dann kann man auch Sachen gleich in Quadratmetern angeben. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich kann mir unter 2,5 Quadratmeter mehr vorstellen als unter Nano-Saarland. 2,5 Quadratmeter ist ein Nano-Saarland. Ja, ich weiß. Aber wenn du sagst Nano-Saarland, dann denke ich nicht sofort an 2,5 Quadratmeter. Ja, egal. Das soll visualisieren, wie schlecht ein Saarland als Größenvergleich ist. Das funktioniert sehr schlecht, ja. Ja. Hallo, super. Belana. Schön, dass du auch da bist. Ja, hi. Cool. Hey. So, dann drücke ich jetzt mal auf diese Boje. Ich drück auf die Boje. Oh. Dickes. 3,5 Meter Tiefe etwa. Sensoralarm. What is this? Sensorpeilsender. Junge Delfine. Oh, vielleicht lutschen die Kugelfischen. What does that sound? Ja, ich wollte auch gerade sagen, das sind doch bestimmt bekiffte Delfine von. Warum zeigt das nicht an, dass da auch irgendwo ein Kugelfisch dabei ist? So we can have Wi-Fi in the ocean. Impressive. What kind of bandwidth do we get? Like 1990s dial-up. Also sie haben jetzt irgendwelche Sender im Meer versteckt, wo wir Datenübertragung im Wasser machen können. Interessant. Das muss ich mir jetzt also... Nee, also für die WissenschaftlerInnen hier. Ja, aber wenn du da irgendwas im Meer. Genau. Ja. Stell dir mal vor, die hängen dann... Alle Meerestiere hängen am Browser. An ihr Smartphones. Verstopfen das. Ja, die finden das sofort raus. Der Pottwal in 2,5 Kilometer. Oh, schnell, wir müssen zum Hotspot. Oh, wusstet ihr, dass so diese Tiefseekabel auch fürs Internet, dass das so ein Problem ist, dass da immer Haie dran rumnagen? Ja. Nee, das wusste ich nicht. Da nagen irgendwie gern Haie dran rum.
Tja, das ist wie unser Chinchilla früher, das hat auch immer alle Kabel zernagt und die haben es da auch. Also ich habe immer gedacht, die sind sehr selbstmordgefedert, diese Nagetiere, aber die spüren da wahrscheinlich irgendwas, was ganz geil ist, bis sie den Schlag bekommen. Und dann im Winter, in der Adventszeit, mein Bruder und mich mit 10 Jahren im Stock Dusterin gelassen haben, während meine Eltern auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten rumgegeistert sind und wir nicht wussten, wie wir aus dieser Schose wieder rauskommen, weil wir keine Ahnung von Sicherungskästen hatten und der Chinchilla irgendwo frei lief. Im Dunkeln. Mein Gott! Ah, wir machen so bin ich aufgewachsen. Psychoanalyse, Kindheitstraumata. Ja, weil Tiere an Kabeln nagen. Ja, Tiere, die an Kabeln nagen. Haie in der Tiefsee. Aber sind das nur Haie, die an diesen Kabeln nagen? Ich habe nur mal gehört, dass Haie an diesen Kabeln lagen. Okay. Das ist ein Problem. Was ist hier? Was ist das? Kugelfisch. Das ist ein Kugelfisch, oder? Ja. Ja, das ist doch das Opfertier von den Jungdelfinen eigentlich. Vielleicht. Ich habe nur gesehen, dass sie diesen Igel-Kugelfisch gekaut haben. Ich weiß nicht, ob sie das. Ja, Zimbuch. Ja, keine Ahnung. Hier ist ein Weißspitzenriffhai. Den kennen wir in verschiedenen Ausführungen aus den anderen Spielen auch schon. Die sind gefährlich! Nein, die sind ganz chillig. Ich glaube, du wirst ihn in diesem Leben nicht mehr davon überzeugen können, dass Haie Freunde sind. So, hier ist irgendwas. Red light must mean a serious alert. Yeah, dead battery. So, das habe ich jetzt eingesammelt. Vielleicht, ja, russische Hackerhaie. Na, Horst, sie schreibt hier bestimmt ein Oktopus. Entschuldigung. Ja, macht nichts. Das sind bestimmt russische Hackerhaie, die da die Unterseekabel zusammenlegen. Nein. Das Schöne so bei diesem Spiel mit dem Tauchen ist, dass man das jetzt endlich mal machen kann, dass man schreien kann, oh, ein Oktopus oder oh, ein Hai, weil unter Wasser, wenn du tauchst, kannst du das halt nicht. Und manchmal siehst du auch was und du willst es den anderen Leuten zeigen, aber die gucken gerade einfach woanders hin und du bist so. Das ist manchmal frustrierend, dass man nicht. Hallo, nicht schreien kann. XXX Provolution 1 oder 1. Hi. Ja, endlich können wir laut sein unter Wasser. Oh, ohne unter Wasser zu sein. Du hast den kleinen Oktopus, der ist schon rot angelaufen vor Wut. Der hat richtig keinen Bock. Ja. Oktopus Vulgaris. Ja. Die laufen rot an, wenn sie keinen Bock haben. Also als Warnfarbe quasi? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich, wenn sie keinen Bock haben, versuchen sie sich eher zu verstecken. Das heißt, sie schwimmen weg und tarnen sich. Mhm. Das hatte er schon versucht, aber wurde überwältigt. Ja. Ach, ich muss noch mal zurück zu diesem anderen Sensor. Das habe ich so schnell nicht. Den sollte ich auch einsammeln. Der ist jetzt noch da auf meinem Bildschirm. Also für die... Ja, für die Leute, die im Spiel den Livestream gucken, ist das viel hin und her. Aber ich hoffe, es ist eine schöne... Also, oh, ich habe da hinten was vergessen. Schwimmen wir nochmal hin. Also die Geschichte, ja, die sie erzählen, sie erzählen jetzt auch die ganze Zeit darüber, was sie jetzt irgendwie erforschen oder so. Ne? Aber ich finde das, was ihr an Fakten übers Meer raushaut, tatsächlich ein Stück weit interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sonst müssen wir auch die ganze Zeit still sein. Ja. Und du schwimmst auch so schön. Das muss man ja auch bewundern ein bisschen. Das sind auch noch da vorhin schon. Sorry. Ja. Okay. Aber André hat ja vergessen, was ist das? Was sind denn das hier für Korallen? Kennst du die? Die so die Wabenform hatten, da? Die drei roten? Orange, lila. Gestresste? Ist es eine gestresste Koralle? Ja. Ja, das soll eine Korallenbleiche sein, alles klar, ja. So, ja, okay. Ich weiß, du siehst also eine gestresste Koralle aus. Ich will sagen, könnte eine Montastrea sein, aber ich weiß nicht. Ich habe eine Probe gesammelt von einer gestressten Koralle. Vielleicht sagen die uns dann später, ob das eine Montastrea ist. Gehen wir auch ins Labor? Das weiß ich nicht. Ah, hier sind noch mehr. Wir sehen, da sind noch mehr gestresste Korallen. Ja. Und das ist die Zukunft.
Also insofern werden wir bestimmt noch ganz viele gestresste Korallen finden. Tatsächlich gibt es... Jetzt schon. Also das habt ihr ja wahrscheinlich schon mal gehört, ne, dass Korallen, wenn die gestresst sind, dass die dann die sogenannte Korallenbleiche stattfindet. Das heißt, dass... Sind die auch gestresst? Nee. Ja, steht da. Ja, dass sie ihre Farbe verlieren, stand auch da, ja. Aber da. Dass die ihre Farbe verlieren und weiß werden, weil eben die symbiotischen Algen, die in ihrem Leben dann rausgehen. Und der Stress kann halt verursacht werden irgendwie durch zu warmes Wasser oder auch zu viele Nährstoffe im Wasser, also wenn zu viele Abwässer ins Wasser geleitet werden. Und tatsächlich gibt es einen Fall, also deswegen, da gerade dieses Lila ist, es gab auf Netflix einen Film, der hieß, glaube ich, Chasing Coral. Und da haben die halt auch, war so eine Doku, da haben die auch so Wissenschaftler Korallen untersucht und dann haben die auch am Riff, auch ich glaube in der Nähe von Australien, sind die irgendwie mit Drohne oder Heli drüber geflogen und es war so ein gestresstes Riff und das war nicht weiß, sondern das war knalllila. Also eine total abgefahrene Farbe. Habe ich auch noch nie vorher gesehen oder gehört. Also es war auch in der Doku, dass sie auch meinten, das wurde noch nie beobachtet und dass diese Korallen halt selber diesen Farbstoff produziert haben als Stressreaktion, aber man weiß halt nicht warum, weil man das auch zum ersten Mal gesehen hat und ich frage mich, ob deswegen hier die Korallen lila. Vielleicht. Den Kreis zu schließen. So, und jetzt werde ich mit den Delfinen spielen, so wie es aussieht. Stöckchen fangen, machst du mit. Hey guys, in der Der ist gar nicht so klein, der junge Delfin. Nee. Aber sie haben keinen Opferkugelfisch dabei. Diese jungen Teenager-Delfine. At least I don't. Frankly, neither do I. Marai, sperm whales. And they must be your part because I have a tag signal that is definitely ours. Pushing the waypoint. On my way. Oh, das sind ihre Pottwale. Ja, dann schwimmen wir doch mal darüber. I'm hoping to reconnect with the sperm whale family, whom I have been tracking for years. Trifft sich seit Jahren mit denen. I'm excited to check in on our mother-to-be. Kaffeeklatsch unter Wasser, ohne Kaffee. Mirai clearly has a fondness for these creatures. She's fallen silent. Und sie sind auch nicht so laut. Let me finish scanning them all. I still don't see our pregnant mother. Du hast 4 von 5 Pottwalen. Wali scannt. Wisst ihr, warum Pottwale Pottwale heißt? Erzähl. Weil sie einfach, also, weil sie auch schon wie ein Pott, ich kann es aber nicht so ganz nachvollziehen. Also wie ein Topf, die Form, ich finde aber nicht so, dass es Topf ähnlich ist, ehrlich gesagt. Weiß auch nicht so genau, was für eine Art von Pott das sein soll. Und, That is the end of our stream. Like, share, comment. Remember, we need you. All of us down here. Okay, das war der erste Stream, den wir gestreamt haben vom Stream. Vom Stream aus dem Spiel. Das Spielstream. Liebe deine Mutter, sei ein guter Nachbar, lerne von der Erfahrung deiner Großmutter. Das habe ich alles gelernt, indem ich Pottwale studiert habe. Dr. Shane Giraud, Dominican Sperm Whale Project. Ah ja, genau. Und wisst ihr, warum Pottwale auf Englisch Sperm Whale heißen? Nein. Bitte, nein. Weil sie aussehen wie? Nein, und zwar, weil die früher, die haben, also im Kopf haben die ein riesiges Organ, das nennt sich Melone. Damit machen sie diese Klicks. Und das Zeug da drin ist so ein weißes Fett, was ein bisschen ausschaut wie Sperma. Und früher die Waljäger irgendwie, das hat sie an Sperma erinnert oder dachten, glaube ich, auch zuerst, dass es Sperma sei. Und deswegen werden sie Sperm Whale genannt und das irgendwie das Organ wird auch Spermato irgendwas genannt. Genau, aber es ist eigentlich irgendwie ein Fett und dann wurden die Spermwale halt total gern gejagt, weil dieses Fett halt mega geil ist, weil das brennt, ohne irgendwie Ruß zu machen und so. Das bleibt flüssig, auch in kalten Temperaturen. Das heißt, es war total gut für Straßenlaternen, auch im Winter und so. Und deswegen waren die heiß begehrte Ware. Na. Bestimmt so viele, weil im Winter und dunkel Lampenöl. Waljäger.
Oh Mann. Okay, dann fahren wir mal fort. Ich denke, wir werden jetzt irgendwie so eine Zwischensequenz auf einer Unterwasserstation haben oder sowas. Im Labor. Ja. Auf ins Labor, vielleicht. Oh ja. Julia, hast du ein Vergleichsfoto? Nur hat die kürzere Haare. Und auf der, ist das nicht, auf welcher Seite hast du dein Tattoo? Auf der anderen Seite? Andere Seite, aber ja, von hinten. Das ist schon so ein bisschen. So von hinten schon. Ja, wir machen das mal. Ja. Als Vergleich, warte, ich wechsle mal gerade. Kleinen Moment. Sie hat dunklere Haare. Ja. Jetzt müssen wir schnell die Haare abschneiden bei dir, damit du. Oder einfach so. Ja, off. Also wirklich, sehr gut. Ja, ich mach dich mal groß. Sollen wir zurück? Ja. So. Ja, so fantastisch. Die Länge. Ja, das ist schon. Eine bestechende Ähnlichkeit, nur das Tattoo ist auf der anderen Seite. Ja. Julia, hast du viele Fotos von dir online, dass sie dich als Vorbild nehmen konnten für das Spiel? Wer weiß. Ich bezweifle es. Gucken wir uns mal an. Was ist die denn da? Die hat Wellen als Tattoo, ne? Wellen und irgendwie ein Wal, der da rauskommt. Ja, ich habe Wellen und eine Koralle und einen Oktopus. Ja, okay. Sie wollten dich halt nicht komplett kopieren, sonst hättest du vielleicht Ärger gemacht. Ja. Das ist ja ein zukunftsorientiertes Spiel. Wir wussten vorher schon, dass wir irgendwann mit dem Streamen anfangen. Ja. So, ich kann jetzt Dinge mir angucken. Ah, hier können wir uns Videos angucken von Ocean Insight oder Ocean Insight. Das sind... hier, lerne die Aquanauten kennen, lerne die leitende, betreibende Meereskundler kennen, Dr. Mandy Joy und Dr. David Gruber. Lerne Sylvia Early kennen. Lerne die legendäre Dr. Sylvia Early kennen, Erkunderin für National Geographic, Gründerin von Mission Blue und Beraterin für Beyond Blue. Okay. Und Sylvia Earl. Hä? Earl, sprechen Sie aus. Entschuldigung. Ja, kein Problem, ich wollte dir nur. Und Heranwachsen eines Pottwals. Lerne mit Shane Giroux, dem Gründer des Dominica Sperm Whale Project, die Kultur von Pottwalschulen kennen. Ja, weiß ich, das wahren wir uns mal auf. Oder wollen wir eins von den Videos gucken? Wollt ihr, wir können ja mal die Leute fragen. Ja, wie sieht's aus bei euch? Sollen wir uns ein Video mal reinziehen? 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei? Keiner? Ja, wie sieht's aus, lieber Chat? Also, was sie schreibt, vielleicht schon mit Motion Capture gemacht, aber da ging es doch um was anderes, ne? Ja, da ging es doch um was anderes. Osti, Belana, Provolution. Sollen wir uns mal eins von den Videos angucken? Heranwachsen eines Pottwals oder sowas? Oder die Nasen kennenlernen? Auf jeden Fall können wir hier noch mehr Videos freischalten über das Spiel. Ja, Abstimmung. Achso, mach doch eine Abstimmung im Chat. Ja, im Chat kann ich leider keine Abstimmung hier mit plötzlich Wissen machen. Also wir können nur fragen, ob jemand was will. Wir haben nicht... Wir sind noch nicht so geil. Wir sind nicht Affiliates, Twitch-Affiliates. Nur die können Polls im Chat starten. Wir müssen das mit Hand hochheben machen. Ja, sozusagen. Genau. Ja, oder der Erste, der schreibt bestimmt. So, Belana hat bestimmt, nimm das Erste so. Zack. Alles lernen klar. Die Aquanauten kennen. Dankeschön. My family used to go to the beach every summer. For me, that was my favorite thing to do all year long. Hearing the seagulls, the sound of the ocean pounding on the beach. For me, that was just grounding and relaxing and fascinating all at the same time. The physicality of the ocean is one of the things that, as a kid, attracted me the most. That thrill of just having that ocean energy pushed me along. You could just ride all day. There was no lift tickets, there was no fees to get into the ocean. When I describe to people what it's like to dive on a coral reef, they're like, oh, I never thought about that. They've never had a shark swim right beside them. Look them in the eye, give them a little fright for a second before they realize that the shark just wonders what I'm doing, just like I wonder what the shark is doing. I started free diving. So when I think of diving, I really think of free diving. Like, that's what whales do, right? Take a big breath of air and they hold that oxygen inside their body.
this ability to free dive down to where the scuba divers were, swim around and come back up, was just so free, nothing on, no equipment. I just love that. It made me feel like a fish. When I did my first submersible dive, I realized it wasn't just that I was meant to be out on ships. I was supposed to be in the bottom. I don't think anyone has ever measured endorphins in submarines, but I can tell you they're probably through the roof. The first time I was in a submarine, I saw that life down there and 50 new questions popped into my brain. That wouldn't have come up because it was this immersive experience and I just felt it. When you're in a submarine and you're looking at these magical environments, you're overwhelmed by this sense of wonder. You're humbled by this feeling of there's so much I don't know about the world, and you're stimulated to figure out how this all works together. I'm a marine biologist. I'm someone who studies the ocean from as many angles as I can. When my kids ask me what I do for a living, I tell them that I'm an explorer. I'm an aquanaut. I dive down to the bottom of the ocean and I see things that people have never seen before. How lucky am I to be able to share this amazing habitat with the rest of the world? Das waren alles Bilder aus Blue Planet 2. Also entweder direkt aus dem Film oder die sie dafür gemacht haben, die ja nicht verwendet wurden. Also sind diese anderen auch. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns mal vor, auf jeden Fall wird uns Beyond Blue länger als einen Stream begleiten und dann werden wir bestimmt auch nochmal mehr von den Videos gucken. Aber Julia, bist du eigentlich schon mal in so einem U-Boot nach unten gegangen, irgendwie für Forschungszwecke oder irgendwie sowas, oder gar nicht? Nee, leider gar nicht. Also hatte ich auch nie die Gelegenheit zu, sonst hätte ich es auf jeden Fall gemacht. nee, leider nicht. Ist auch wirklich, ja, muss man schon auch Glück haben. Also ich kenne schon ein paar Leute, die das durften. Was heißt ein paar Leute? Also mir fallen gerade nur zwei ein, die ich kenne, die das durften. Ja, ist halt arschteuer, ne? Also so mit Schiff draußen, diese Tauchgänge machen und so, das ist halt super, super teuer. Da passen eben in der Regel nur zwei Leute rein. Dementsprechend ist das auch heißbegehrte Plätze, also man muss auch ein bisschen Glück haben dafür. Ja, aber nee, leider nicht und wahrscheinlich werde ich auch nicht mehr die Chance dazu bekommen, schätze. Ja, niemals nie sagen. Ja, vielleicht, aber genau. Warte ab, was noch alles passiert. Aber ich habe auch, wisst ihr doch, wir haben doch auch Antje Boetius getroffen damals bei der Veranstaltung. Haben wir sie da nicht auch gefragt, wie das ist mit aufs Klo gehen? Haben wir das nicht gefragt? Ja, ich glaube ja. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern an die Antwort. Ich glaube, wir haben sie das gefragt, ja. Ja, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, weil ich habe mich das auch immer gefragt, ob die einfach dann die 8 Stunden einhalten und du dir eine Windel anziehst, oder? Ja, irgendwie sowas. Ich meine, das machen doch Astronauten auch. Also, die haben ja das gleiche Problem. Ich meine, wahrscheinlich die Lösung. Tena Lady. Ich meine, als Mann kannst du ja irgendwie eine Flasche pinkeln, aber ja, als Frau ist echt ein bisschen schwierig. Ich bin mir sicher, es gibt Lösungen. Ja. Wir hatten sie damals auch nach dem Geschmack von Tiefseeanglerfisch gefragt. Also nach dem Alkohol, in dem ein Tiefseeanglerfisch Und sie hat gesagt, wahnsinnig bitter, ne? Ich weiß es nicht mehr. Wir haben die Antwort auf unserem Blog geschrieben. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Also sie hat das nicht, nur zur Info, sie hat das nicht absichtlich getrunken, sondern ihr ist aus Versehen ein Spritzer in den Mund geflogen, ne? Irgendwie beim damit arbeiten. Oder? Habe ich das richtig gefunden? Ja, beim Transport von dem Glas für irgendeine Fernsehaufzeichnung oder irgendwas oder ein Interview. Und dann hat sie die Gelegenheit ergriffen, das auch zu testen, weil es gerade verfügbar war und rausgekippt war. Irgendwie so. Ja, und Antje Boetius ist die, wer sie nicht kennt, ist die Direktorin des Max-Planck-Instituts für... Das Alfred-Wegener-Institut. Entschuldigung. Jawohl. Alfred-Wegener. Polarforschung. Ja, genau. Ja. Und das erinnert... Ja? Ja? Ich habe gestern zum Thema Forschung und Forschungsschiffe, ich war gestern an der Elbe und ich habe die Meteor gesehen. Das ist eins von den verschiedenen Forschungsschiffen, die die Bundesrepublik hat. Die wird koordiniert aus Hamburg. Und die ist gerade auf der Suche in der Elbe und an der Doggerbank und so auf der Suche nach Edelmetallen im Wasser.
Weil das Mikroorganismen verändert. Ich stelle uns mal gerade wieder um, wenn wir gerade am Quatschen sind. Auf den anderen Bildschirm. Ich dachte, wir gucken jetzt. Ja, okay. Sollen wir noch mehr von den Videos gucken? Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wir gucken uns mal den Taucheranzug an, oder? Ja, nee, warte mal. Ich dachte, wir gucken jetzt uns da in dem U-Boot. Wo sind wir denn eigentlich? Ja, keine Ahnung. So eine Unterwasser. Das sieht aus wie Unterwasser-Ding, so 1000 Kilometer unter Meer mäßig. Ja, F, nächster Tauchgang nicht verfügbar. Schließe die Unterhaltung ab. Hier habe ich. Welche Unterhaltung? Weiß ich nicht. So. Hier habe ich eine Rochendrohne. Geil. Gebrauchsanweisung. Ach, der Manta-Drohne. Das ist eine schlimme Maske. Das ist doch aus dem Horrorfilm eine Maske. Das ist Rochendrohne. Nein, das ist Manta. Ja. Aber Manta ist viel größer. Karte des Atolls der Pottwalschule. Name des weiblichen Kalbs? Fragezeichen. Mutter untergewichtig? Fragezeichen. Müll? Von wem? Das mütterliche Verhalten im Modellbildschirm ansehen, schon 3D-Scans? Ja, du hast ja die Portwale gescannt. Ja. Hab ich. Hier ist anscheinend eine Dusche und ein Klo. Weiß nicht, da kann man nicht drauf gehen, das müssen wir ja auch nicht. Wir kommen ja gerade aus dem Wasser. Wie sind wir da reingekommen? Wir haben überhaupt diesen Prozess des Reinkommens in das Ding gar nicht mitbekommen. Nee. So, was liegt hier? Schleuse. Vollmachtspapier. Ja, Vollmachtspapier. Der letzte Wille. Falls ich hier unten sterbe, möchte ich, dass meine Kollegen Folgendes bekommen. So, eine Uhr. Ach nee. Frau der Meere. Frau der Meere? Was kann man denn damit machen? Kann man das anklicken und dann irgendwas damit machen? Nein, kann man nicht. Nein, schade. Wir gucken uns hier im Raum um. Oh. Renana Mira. Und ganz offensichtlich sind wir unter Wasser. Ich da im Hintergrund das gerne, dass wir das Spiel wieder größer machen beim Rumlaufen. Entschuldigung. Kein Problem. Ja, dafür haben wir den Chat. Vielen Dank für die Erinnerung. So, hier können wir nach außen gucken. Anscheinend sind wir direkt neben diesem Riff, wo wir eben waren. Was ist das hier? Das Livestream-Handbuch. Das sollten wir vielleicht auch mal lesen. Ja, vielleicht. Und hier haben wir... Oh, wir sollen auch... Belana erinnert uns daran, dass wir etwas trinken sollten. Das schon die ganze Zeit. Ja, nee, jetzt gerade. Also, ja, Prost, Belana. Wunderschön. Danke. Ja, hier haben wir die verschiedenen Sachen, die wir gescannt haben. Ach doch, F auswählen. Ah, dann können wir uns den angucken. Von verschiedenen Seiten. Die haben doch bestimmt auch zwei Penisse, weil die Rochen und die Haie sind doch eng verwandt. Sag mal. Ja, ich würde sagen, das ist ein Weibchen. Ah. Okay. Kurz. Ja, Wissenschaftsauszeichnung. Sind da auch alle. Blurb-Title. Ist also nichts. Also, was ist jetzt passiert? Du hast alle Tiere gelöscht. Ja, anscheinend. Ah. Nee, das ist. Nur noch einen anderen. Pottwal. Hui. Das ist ein Hip-Hop-Pottwal. Der dreht sich wie beim Battle. Hui. Geil. Gott, dem wird doch schlecht. So ein bisschen irritierend, wie das funktioniert, wie ich ihn wieder gerade kriege, aber ist ja auch beeindruckendes Gebiss. Ja. Wie groß ist denn da bitte ein Zahn? Richtig groß, richtig groß. Das ist echt irgendwie... Okay. Also man möchte weder von einem Pottwal angebrüllt werden, noch in die Nähe von einem Pottwalzahn kommen. Ja, nee, also die sind halt zum Fangen, ne? Ja, das sind die größten Tarnwale. Werden so an die 20 Meter.
Ist schon ganz schön groß. Und jetzt macht er eine Rolle. Ja. Das ist ein Wasserballett. Inside. Und Schild auf dem Rücken. Ja. Aber ich sehe immer noch nicht diese Topfform. Ist denn daran Topf? Nee. Was ist auch nicht. Vielleicht ein Schinken oder so. Ja. Können. Oder wir beantragen die Umbenennung. Ja, von Buckelwale, Topf zu Schinkenwal. Ich habe anscheinend hier, können wir uns den Kugelfisch nochmal angucken. Oh ja. Also ich muss anscheinend nur Sachen scannen und dann können wir sie auch auf diesem Tisch genauer angucken. Der hat ja ein geiles Auge. Hallo. Der sieht aus wie ein kleiner... Es schaut so ein bisschen so. Oh. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Oh. Ich kann links, ich kann rechts, ich kann links, ich kann rechts schwimmen. Links schwimmen, rechts schwimmen, links schwimmen, rechts schwimmen. Oh, das ist oh. Das ist nicht das Halluzinogen in dem Ding, sondern in der Art, wie es schwimmt. Das ist schon so irritierend, deswegen. Ja, wir haben ja jede Menge. Hier unten sind wir nochmal beim Oktopus. Oktopus. Ja, mach mal den Oktopus. Oh. Ich finde diesen Knubbel, diese. Den Kopf, die Kopfform ist so geil. Ich habe gedacht, das wäre die Nase. Nee. Und ich habe manchmal, muss ich das auch immer wieder aktiv wegdenken, dass das nicht die Nase ist. Auch, es liegt daran, dass es diese Comic-Tiere gibt, die solche Nasen haben. Ja, Walter Mörs ist so, muss ich da immer dran denken. Oder Werner-Figuren auch. Problem ist, wenn du einmal so drin hast, dass das seine Nase ist und sein Gesicht dann... Ja. Oh, da kommt voll der fette Walhai hinten. Oh ja. Oh oh. Kollisionskurs, der sieht sein Futter. Ach nee, der frisst es gar nicht. Geil. Also von der Grafik ist es wieder der Hammer, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Ja gut, das ist auch von diesem Jahr, ne? Also es ist was, also jetzt nicht das Maximum, was es an Grafik gibt, aber es ist auch mit das aktuellste Spiel, was wir haben. Und André musste sich auch neue Kühler für seinen Rechner kaufen damit. Ja, so ein bisschen. Nicht von diesem Jahr. So ein bisschen. Ich muss mal da auch drauf gucken. Ja. Also die GeForce ist schon, die 3D-Karte ist schon am Anschlag hier. Während wir hier so im Spiel sind und das Fenster im Hintergrund auch gezeigt wird. Also. Okay. Sollen wir jetzt eigentlich mal hier dieses Gespräch, was sollen wir machen? Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich gehe jetzt nochmal durch. Ja, vielleicht auf dem das mit dem iPad hast du gerade diesen Tisch bedient, oder? Nee, das ist was anderes. Ah, hier kann ich mir Musik auswählen. Es gibt sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die für dieses Spiel Soundtrack beigesteuert haben, aber die können wir uns jetzt alle nicht anhören, weil die natürlich nicht die Rechte für alles Mögliche freigegeben haben. Also wir können uns das jetzt im Stream nicht anhören, damit wir hier nicht Probleme bekommen mit Twitch, während wir das streamen. Mhm. Ja, das ist cool. Deswegen habe ich das ausgemacht. So, und hier können wir anscheinend uns hinsetzen. Und Inspektor Gadgets Stuhl. Yeah. Ah, ich kann André anrufen. Ah, okay. Ja, André, ruf doch mal André an. Ja. Wir sind im Südchinesischen Meer. Ja, Südchinesisches Meer, Atoll. Ah, und da sind die verschiedenen Sachen, die ich gescannt habe, wahrscheinlich irgendwie, ne? Mhm. Okay, dann rufe ich mal André an. Hallo, Mariah. Thanks for checking in. Hey, André. Nice dive. How are you feeling? A bit tired, but I can't wait to get back out. Can you believe we found the family on the first dive? And they have a new baby girl. I know. Well done. Feeling settled in the sub. Is everything tested out? Okay.
Test, Musik, ärgern. Ich würde sagen, ärgern. I spilled some coffee on the scan model viewer, but it seemed to wipe right up. This solo subtest makes me nervous. We're definitely fitting it out for two pilots next time. Okay, freiwillig melden. Hast du es nicht entworfen? Eifersüchtig? Hast du es nicht entworfen? Didn't you help design it? Yes, but now you're driving it. I am much more careful with subs than I am with cars. Let's hope so. So, I have something I know you'll want to see. It's what the live stream saw of A12 and her baby. I didn't think you expected her to deliver so soon, though. I thought she had more time, given her weight, but it was hard to know for sure. What's the about? Just noting her low weight. Also wondering when you'll find the rest of her pod. Maybe they were diving. I'll find them. Hey, I was thinking we should name the baby whale Andrea. She has your kind eyes. And my bald head. No, I'm putting her in the sim as A17. Ugh, you're so sentimental. Hey, where's Arena? Probably in the head throwing up. Okay, was ist mit dir und Irina los? Was ist mit Irina los? Irina ist gerade am Kotzen. Ja. Ja, was ist mit Irina los? Ja. Übrigens, lustiger Funfact am Rande. Irina wird gesprochen von Mira Fulan, die hat in Lost eine Rolle gespielt, aber vor allem hat sie, also für mich vor allem, in Babylon 5 eine beeindruckende Rolle gespielt. Ich weiß nicht, Dylan. Wer Babylon 5 kennt, aber das ist wahrscheinlich nur irgendwas für Sci-Fi-Nerds. Vielleicht. Horsey ist vermutet, dass die U-Boote auch so sind wie Zelte, da passt man auch nur alleine rein in so eine Zwei-Mann-Variante. So, was ist mit Irina los? No, seriously, what's she working on? She's reading a brief about that deep sea mining impact study. Okay, I definitely don't have time to get into that with you. I gotta call my sister. No problem. Send Ren my best. I will. Die sind da und kennen die Geschwister und so. So, jetzt muss ich ihre Schwester anrufen. Ich möchte wieder ins Wasser, Leute. Aber rufen wir mal unsere Schwester an. Hey, girl. Aren't you supposed to be 20,000 leagues under the sea? I am. I'm calling from the sub. That's crazy. Hast du Oma meinen Livestream gezeigt? Kommst du oder gehst du? Kommst du oder gehst du? Hä? Ich glaube, das ist schlecht übersetzt, oder? Ja. Hast du Oma? Hey, did you show Nana my Livestream tonight? School's great, thanks for asking. Villa, mach das Erste. Alles klar. So interpretiert es uns. Saw your friend's post. Fish! Girls gotta take a break sometime. Hey, check this out. No way. Is that a baby whale? Mm-hmm. And her very, very proud mother. She delivered early. That's some view. You're really living the dream. Thanks. Miss you, though. How's Nana? Okay, not a big deal, but I am taking Nana to get tested for a clinical trial. Some new dementia drug. Warum hast du mir nichts gesagt? Danke, dass du Oma hilfst. Kürz es vielleicht ab. Danke, dass du Oma hilfst. Oh, thank you for stepping up to help Nana. It's not a big deal. You would tell me if it was, right? Yeah. You sound down. Is it just Nana? I don't know. It's been hard since Dad died. I know. You want to stay on for a while? We can watch the baby whale together. No, I should go. Say hi to the whales for me. Okay. Nächster Tauchgang. Bereit zum Tauchen. Yeah. Buckelwale, haben wir das gerade? Was? Weil ist der Auftrag, sammle männliche Buckelwale? Habe ich das gerade schnell richtig gelesen? Oder? Ich glaube, ich habe gerade in dem Moment getrunken und es nicht gesehen. Aber es ist sehr wichtig zu trinken. Nein, ist okay. Nein, geh tauchen. Ja, ist ja gut. Ich kann mich nur so langsam bewegen. Julia,
Du bewegst dich sehr langsam. Deine böse Zwillingsschwester bewegt sich langsam. Day 2. Back to the atoll at sunset. The hydrophone feeds are alive with the sounds of whales. Gonna find me some singers. I'm excited to test Andra's new Manta drone. Kind of like the Swiss Army knife of stealth drones. I'd love to spend the whole dive hanging out with baby Andrea, but miles to swim before I sleep. Ready to dive. Okay. Wir machen einen nächtlichen Tauchgang. I'm in and okay. Looking good, Mirai. The Manta drone is ready for its first zoom scan. Now I get to see why you talk about it so much. Only the best science for you. Ich glaube, ich fände es schon ein bisschen unheimlich, wenn ich ganz alleine in so einem Unterwasser-U-Boot leben würde. Ja. What kind of bathroom do you think I have? Guck mal, da geht es auch um, wie man auf Toilette geht. So, jetzt können wir mit dem Hydrophon die Buckelwal. This is a lot of whales. It's staggering the number migrating through this area. Hey, don't jinx it. Stimmung guckt. So vom Licht her. Kann man eigentlich auftauchen? Weiß nicht, gucken wir mal. Nö. Gefangen unter Wasser. Scheiße. So, 47 Meter, das sind die nächsten. Endlich wieder eine Pottwalschule. Ja, Horsti, deine Ruhe hättest du da auf jeden Fall. It's our sperm whale family again. Zoom-Scan-Drohne zum Ziel senden. The drone will match speed with the creature, so you can concentrate on steering it around to find the places you need to focus. Dann die Gewichtsmessung? Die Steuerung ist gerade nicht einfach. Du bist auch unter Wasser, das ist ein ungewohntes. Alright, baby. Ja, jetzt hast du. Won't forget you now. Ja, die Fluken allgemein von Tieren, von Wassertieren werden auch benutzt, ne? Um die später wieder zu finden. Just wondering if she's old enough to hunt by herself. Na, wobei ich nicht weiß, bei Jungen, also das ist ja oft so diese Farbunterschiede, aber auch die Narben und so, die da drauf sind, werden zum Identifizieren benutzt. Ich weiß nicht, wie viele Narben schon die Kleinen haben. I wondered. She still seems pretty young to go that deep. Will she be okay alone while her mother dies? She should follow the pod. Her aunties will babysit while the mother hunts. Wish I had them when my daughter was born. Takes a pod. Ich finde die Dialoge sehr niedlich. Das ist alles sehr menschliche Probleme. Ja, aber tatsächlich ist es so, dass bei Pottwalen, wenn die so tief runtertauchen, die Jungen bleiben oben und dann wechseln die sich ab und eben die anderen Familienmitglieder passen dann auf die Jungen auf. Also das heißt, die anderen Frauen, also eigentlich sind die Pottwalgruppen sind eigentlich immer nur Weibchen und die Männchen kommen eigentlich nur dazu zur Paarung, genau, und sonst gehen die wieder, also so, die Weibchen halten sich eben in wärmeren tropischen Gebieten auf und die Männchen schwimmen auch in kältere Gewässer, und zwar, da gibt es mehr Futter und das ist dann wahrscheinlich auch so, damit die sich nicht gegenseitig Konkurrenz sind bezüglich der Nahrung, dass die Männchen eben in andere Gebiete schwimmen. Okay. Mhm. Ich habe mal unterwegs so ein paar Sachen gescannt, bevor wir hier zu dem nächsten Buckelwal. Here we are. The whale we're designating Humpback M1. Oh, so catchy. So, und jetzt schicke ich da wieder diese Drohne hin. Achso, ich soll die Fluke. Was ist das denn? Ja. Auf die Fluke. Ja. Fertig, los. Jo. Nee, ich muss von. How will you know it's M1 when you see it again? Each humpback's fluke is unique. So M1 it is.
Okay. Sehr schön. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich machen muss. Luft anhalten. So, irgendwo. Jetzt muss ich sie von unten scannen. Was? Du musst den Buckelwal Gesang aufnehmen. Gerade hört es eher an wie ein Kröpsen. Ja. Andre's software is helping me understand the structure of their songs, so we can try singing back. More like playing back. I'll synthesize a song that mirrors one from another region to see how these whales react. Because Andre doesn't like my singing. It's more the songs you sing, actually. Man sieht hier ganz schön, dass das Blasloch, dass da zwei Löcher sind, weil das Blasloch ist eigentlich die Nase, also die Nase hat sich umentwickelt zum Atemloch. Und bei Delfinen ist es nicht so, dass es zusammengenutzt ist zu einem. Oh, wir sollen etwas trinken. Danke, wir müssen auch bald mal eine Pause machen, wenn man das überhaupt kann. Ja, wir können auf jeden Fall pausieren. Dann würde ich sagen, die Nacht wird so schnell nicht vergehen, dann würde ich mich mal hier parken, über dieser Bank, bevor wir dann zu dem nächsten Tier, was da hinten herumschwimmt, kommen. Ah, hier sind wieder Haie. Scan. Weißspitze oder Hai, hä? Ja, sehr du musst schön. Genau 27 musst du scannen. Ja, hier sind ja auch einige. Also, kleines Päuschen. Wir haben uns heute vorgenommen, wir machen so ungefähr 2 Stunden. Weil und wir es haben gibt 2 Versuche. Familiendinge und wir wollen noch ein Experiment machen, genau. Da ja. Hinten sind ach, auch noch ja, irgendwelche stimmt. Fische. Ja. Ja, wir wollen noch ein Experiment machen. Das heißt, jetzt drücke ich mal kurz Pause. Hier sind wir dann im Pausebildschirm. Und dann würde ich sagen, wir machen, meine Uhr zeigt 17.03 Uhr. Was wollen wir denn mal sagen? 10, 15. Also ich brauche nicht wirklich viel. Ja, 17, Zeit. 10 ist. Ja, 17, 10. 1, 2, 3, los. Pause. Okay, warte. Ja. Ich bereite das Experiment vor. 17, 10, alles klar. Okay. 17, 10, bleibt uns gewogen. Paar Minütchen Pause, bis gleich. Bis gleich.